Wir nähern uns einem Thema, das in gewisser Hinsicht dann doch überaus schlicht anmutet, also der malerischen Zentralperspektive, das aber tiefgreifende Implikationen, auch viel Unverstandenes in sich birgt. Man kann sich das leicht vergegenwärtigen, wenn man sich klar macht, dass die Begriffe der Zentralperspektive in unserer Weltbildproduktion Eingang gefunden haben. Wir reden etwa davon, dass jemand Haltung hat, eine Position, einen Standpunkt einnimmt, dass er die Rahmenbedingungen setzt und dass darüber die Welt der Objekte sich ihm erschließt. Wir sehen also, dass das Setting der zentralperspektivischen Ordnung eine Art von Weltbildbetrachtung ist. Erstaunlicherweise haben die Menschen, die sich der Vorstellung des Subjektes, des autonomen Subjektes zumal genähert haben, diesen Zusammenhang gerne vergessen. Einerseits rühmt man sich, wenn man des gloriosen Anfangs dergestalt, dass man die Vorstellung hat, dass der Mensch sich gewissermaßen den kirchlichen und göttlichen Konventionen entwunden hat, sich selbst entdeckt hat. Andererseits ist die Geschichte dann doch sehr viel weniger hilfreich. Etwa im 18. Jahrhundert noch sind Begriffe wie Subjekt und Objekt, Sujet und Objet durchaus austauschbar. Man hört es noch heute im Französischen Sujet, was eben das Thema ist, oder im Englischen Subjugate, in dem die Unterwerfung durchklingt. Die Zentralperspektive hat noch eine weitere Konterbande im Gepäck. Sie ist, wenn man so will, die Initiale jenes großen philosophischen Konzeptes der Repräsentation, das eigentlich die Philosophen seither massiv beschäftigt. Und etwa in Gestalt also des Foucaultschen Code der Repräsentation so eine Art von dunkler Aura angenommen hat, eine Art von Machtmaschine antreibt. Trotz dieses Zusammenhangs sieht man eine merkwürdige Unempfindlichkeit der Philosophen für dieses Thema oder vor allem auch für diesen Zeitraum. Man sieht es beispielsweise bei Heidegger, der in seiner Zeit des Weltbildes eigentlich eine These vorlegt, die das zentralperspektivische Setting absolut nachbildet. Er spricht davon, dass jemand sich der Welt gegenübersetzt, sich auseinandersetzt, dass darüber Subjekt und Objekt entstehen. Das einerseits das Ich, auf der anderen Seite die Gegend, das Gegenüber. Das ist nichts anderes als die Zentralperspektive. Gleichwohl kommt sie als eine Art von Technik und auch als eine maschinelle Technik, denn Zentralperspektive heißt immer auch Kamera Obscura, also eine Weltbildmaschine, kommt sie nicht vor. Das gleiche gilt für Foucault, der den Begriff der Repräsentation in seiner Ordnung der Dinge, also einer Archäologie der Humanwissenschaften, wie es im Untertitel heißt, zentral gemacht hat und als das neuzeitliche Modell beschreibt, das das mittelalterliche Denken in Analogien ablöst. Eigentlich eine sehr präzise Beschreibung dieses Paradigmenwechsels. Gleichwohl situiert Foucault seinen Code der Repräsentation nicht im 15. Jahrhundert, sondern im 17. Jahrhundert und nimmt eben da Velázquez Las Meninas Bild heraus. Also er fokussiert sich auf die Machtmaschine, fragt aber nicht, woher diese Machtmaschine kommt. Kurzum, wir begegnen mit dem Repräsentationsbegriff eigentlich einem sehr ominösen, dunkelschillenden Begriff, der in seiner Genealogie unbeleuchtet bleibt. Das sollte uns wiederum Anlass sein, genau dorthin zurückzugehen, eigentlich fragen, was bedeutet genau
Zentralperspektive. Wie kommt es in die Welt und was sind die Implikationen? Und wie wir sehen, ist die Implikation auf der Seite des Subjekts, also dass die Gesichter immer lebensähnlicher werden, eben nur die eine Seite. Die andere Seite hat damit zu tun, dass auch der Gesellschaftskorpus sich massiv verändert. Wenn wir von den Porträts der Renaissance ausgehen, also jenen hyperrealistischen oder naturalistischen Darstellungen von Menschen, deren jede Falte, jeder kleine Krähenwinkel im Auge dargestellt wird, dann vergisst man leicht, dass der Heros, der eigentliche Held dieser Geschichte, gar nicht so sehr der Betrachtete und auch nicht der Maler ist, sondern eigentlich der Spiegel. Leonardo da Vinci ist sich dieser Bedeutung des Spiegels absolut bewusst, indem er sagt, der Spiegel von ebener Fläche ist die wahre Malerei. Und bei Leon Battista Alberti, einem anderen Renaissance-Theoretiker, der uns noch beschäftigen wird, kommt es gar zu einem bizarren Missverständnis. Er liest die Geschichte des Narziss als eine Form der Apotheose der Malerei. Als ging es darum, gewissermaßen das eigene Ego auf eine Art und Weise zu sehen, wie man es nie zuvor hat sehen können, vergessend, dass Narziss vor der Idolatrie seines eigenen Spiegelbildes eigentlich verhungert. Als Filippo Brunelleschi, der Florentiner Architekt, die Zentralperspektive entdeckt oder ihre mathematischen Gesetzmäßigkeiten erfasst, macht er diese folgende Art und Weise. Er hat in der linken Hand einen Spiegel und sieht in diesem Spiegel das Baptisterium, das Florentiner Baptisterium auf der anderen Seite. Also das Spiegelbild ist die Bezugsgröße, nicht die Realität selbst. Das Projekt der Spiegel, der Zentralperspektive, könnte man auch sagen. Und er überträgt dieses Bild auf eine daneben stehende kleine Tafel. Eine ähnliche Maßnahme empfiehlt später Leon Battista Alberti. Er sagt dem, der Maler möge sich doch bitte einen kleinen durchscheinenden Stoff vors Auge hängen, ein Planquadrat darlegen. Auf diese Art und Weise sei es einfacher, letztlich die Realität abzupausen. Kurzum, was wir hier als eine menschliche Entdeckung vor uns haben, ist nichts anderes als das Gesetz der Camera Obscura. Eigentlich eine maschinelle, wenn man es will, Weltbildproduktion, wo Sehstrahlen, die durch ein Loch fallen, sich auf einer anderen, auf der gegenüberliegenden Wand replizieren. Und das war durchaus eine Technik, die den Menschen in dieser Zeit dann doch vertraut wurde. So gab es beispielsweise mobile, fahrbare Camera Obscura, die die Maler durch die Landschaft schleppten. Und dann stellten sie sich halt in dieser Camera Obscura hinein und pausten die Realität ab. Also wir sehen hier, wenn man so will, die Bedeutung einer Weltbildmaschine, einer neuen Instanz, die sich gewissermaßen über dem Künstler sozusagen erhebt. Wir werden uns diese Frage in diesem Kontext zuwenden am Beispiel des ersten zentralperspektivisch gemalten Bildes, Masaccios Zinsgroschen. Das uns deswegen beschäftigt, nicht nur weil es das erste zentralperspektivische Bild ist, sondern weil hier ein Thema angerissen wird, das im gleichen Jahr das politische Leben der Stadt Florenz massiv verändert hat. Und das wird uns dazu bringen, uns erstmal thematisch mit diesem Bild auseinanderzusetzen. Was wird da eigentlich drauf verhandelt? Was ist die Geschichte des Zinsgroschen? Was genau ist das Thema des Zinsgroschens, also dieses
das Thema, was auf dem Bild des Masaccio verhandelt wird. Es handelt sich um zwei Bibel-Episoden eigentlich, die sich im Matthäus-Evangelium finden. Die eine ist Matthäus 22, Vers 15 bis 22. Da wird Jesus gefragt, wie man es mit der Steuer halten solle. Und er antwortet daraufhin mit der berühmten Zwei-Welten-Lehre. Also man möge dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Die erste Episode bezieht sich eben abermals auf diese Zwei-Welten-Lehre, ist allerdings noch ein bisschen komplizierter. Komplizierter deswegen, weil sie mit einer diesseitigen Praxis zu tun hat. Da wird Petrus Simon von einem Steuereintreiber gefragt, wie es denn sein Meister mit der Bezahlung der Steuer halte, ob er die übliche Taxe, ein Vierdrachmenstück, entrichte. Also Petrus Simon kommt mit diesem Anliegen zu Jesus und Jesus fragt ihn zurück: Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Mächtigen, die Könige dieser Welt, Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen? Und Simon antwortet, der Praxis der Welt entsprechend, von den anderen. Und Jesus sagt daraufhin, also sind die Söhne frei. Eigentlich müssten sie keine Steuern entrichten. Aber damit wir bei ihnen keinen Anstoß erregen, geh zum See, wirf die Angel aus, nimm den erstbesten Fisch und in seinem Maul wirst du ein Vierdrachmenstück finden. Und das nimm als Steuern für dich und für mich. Das ist also die magische Lösung dieser Geschichte. Man ist eigentlich nicht steuerpflichtig, aber um keinen Anstoß zu erregen, bezahlt man die Steuer, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber hier kommt dieses merkwürdige Wunder ins Spiel, also eine Art Fiat Money, so wie das eigentlich heute nur die Zentralbanken haben. Das Geld fällt, wenn man so will, vom Himmel. Also dies ist die Geschichte und sie wird auf dem Bild visuell in etwas sonderbarer Form, ein bisschen wie in einem Comicstrip eigentlich, dargestellt. Im Zentrum sehen wir die Auseinandersetzung. Da fragt also Simon seinen Herrn Jesus, wie sich's verhält mit der Steuer. Dann auf der linken sehen wir eigentlich die Folge. Da wandert Simon zum See, findet den Fisch, findet das Vierdrachmenstück. Und auf der rechten sehen wir, und das sehen wir Simon eben in dreifacher Ausfertigung, wie er dem Steuereintreiber das Geld aushändigt. Also alles ist beglichen. Wir sehen hier eine etwas merkwürdige Zeitdramaturgie, weil eigentlich erleben wir das zentralperspektivische Bild als einen Nunstanz, als einen Augenblick in der Zeit. Das ist einigermaßen verwunderlich, hier plötzlich eine Geschichte entfaltet zu sehen. Aber noch Leonardo da Vinci empfiehlt in seinem Buch über die Malerei dem Maler, wenn er denn eine Geschichte erzählen solle, er möge sie bitte auf verschiedenen Hügeln verteilen. Dann wird die Episode gewissermaßen eine Episode nach der anderen erzählt, wie im Comic. Auf diese Art und Weise wird der geschichtliche Sinn des Mittelalters, wie man das an den Tafelbildern von Bayeux wunderbar sehen kann, eben Comicstrip-mäßig ein Voranschreiten der Geschichte ist, auf diese Art und Weise wird eine Geschichte so erzählt. Die Thematik, die Masaccio in seinem Zinsgroschen anspricht, ist ein eminent politisches Thema. Von daher sollte man ganz vorsichtig sein, den Begriff des Repräsentare, also der Darstellung, einfach auf diese Technik der Zentralperspektive zu beziehen. Hier wird etwas sehr viel Tieferes verhandelt oder genauer gesagt, die Repräsentatio des Mittelalters wird gewissermaßen in etwas anderes, in die Logik des Spiegels überführt. Also sind wir genötigt, uns darüber nach Gedanken zu machen, was bedeutet Repräsentatio beim 12., 13. Jahrhundert. Die wörtliche Übersetzung der Repräsentatio lässt sich vielleicht auf die kürzeste Formel bringen. Repräsentatio im Mittelalter bedeutet das Verzeichnis der geretteten Seelen im Buch des Lebens im Himmel. Also eine göttliche Datenbank,
Das, was sozusagen quasi gut ist auf der Welt, die geretteten Seelen, die alle im Buch des Lebens im Himmel aufgeschrieben worden sind. Repräsentatio bekommt allerdings auch eine neue und interessante Konnotation im 12. und 13. Jahrhundert als das Verhältnis zwischen dem Jenseits und dem Diesseits, der Transzendenz und der Immanenz, sich neu bestimmt. Da kommt es zu der großen Frage, ob und inwieweit die Oblate, also dieses kleine Stückchen, das man zu sich nimmt als Leib Christi und der Wein, das Blut Christi, ob das den Leib und das Blut bloß bedeutet oder tatsächlich ist. Also die Argumentationen sind schon sehr hanebüchen. Da muss man darüber nachdenken. Wenn man eine Oblate isst, dann zermalmt man doch den christlichen Leib. Und das ist natürlich eine solche Form des Kannibalismus und des Vampirismus, des Bluttrinkens kann doch nicht beabsichtigt sein. Kurzum, die Theologen sind genötigt, sich über eine Wesensverwandlung, eine Mutatio der Materialitas in Gedanken zu machen. Und sie kommen zu der Lösung, die im sogenannten Transsubstantiationswunder dann wirklich im 13. Jahrhundert kodifiziert wird. Und die lautet etwa so, dass die Substanz, die Oblate, der Teig, gebackene Teig, in dem Augenblick, da der Priester die Worte ausspricht, tatsächlich eine Wesensverwandlung erlebt. Es bedeutet nicht mehr bloß Christus, sondern ist Christus, nur in anderer Gestalt. Und dieses in anderer Gestalt meint eigentlich Repräsentatio. Repräsentatio heißt die Anwesenheit eines Abwesenden. Also in dem Augenblick, wo die Oblate Christus ist, ist sozusagen quasi Christus repräsentiert in der Oblate und die Substanz spielt in diesem Fall keine große Rolle mehr. Also wir sehen hier, dass der Begriff der Repräsentation sozusagen zwischen den Welten, also zwischen dem, was des Kaisers ist und was Gott ist, sich etabliert. Man sieht auch schon bald, dass hier die politisch denkenden Geister, die eher auf das Diesseits erpicht sind, diesen neuen Repräsentationsgedanken ihrerseits nutzbar sich machen. Und zwar genau da, wo unser Thema, die Frage der Steuer, eine Rolle spielt. Seit alters her hat man eigentlich den Fiskus als eigentlich einen Gegenstand bezeichnet. Das war die kaiserliche Schatzkiste, schon bei den Römern, und meinte nichts Übernatürliches. Die Juristen allerdings kommen zu dieser interessanten Konstellation, dass, wenn Christus gewissermaßen eine geistige Führerschaft beansprucht, sein Stellvertreter auf Erden, Christus ebenbildlich ist. Darüber schreibt Ernst Kantorowicz in seinem wunderbaren Buch über The King's Two Bodies. Also muss auch so der Fiskus als Institution in diesem Sinne eine Art von Stellvertretungsinstanz sein. Also wird der Fiskus eigentlich zu einer Wesenheit aufgeblasen, die virtuell immer und allgegenwärtig da ist, so wie Christus. Es gibt dann diesen wunderbaren Spruch, der das alles klar macht. Quod non capit Christus, was Christus nicht schnappt, das schnappt der Fiskus. Also gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und die Instanz ist der Fiskus, der Christus ebenbildlich ist. Wir sehen kurzum, dass die Repräsentatio, die den geistigen Verkehr zwischen Himmel und Erde organisieren wird, auch auf irdische Institutionen abstrahlt. Und dass es naheliegt, die gewissermaßen mit einer Art von Christus-Ebenbildlichkeit auratisch zu überhöhen. Wie wir wissen, verändert der Einbruch des mittelalterlichen Räderwerkautomaten die Gesellschaft fundamental. Er bewirkt eine Art von industrieller Revolution. Es kommt zur Arbeitsteiligkeit. Also im Schatten der Kathedrale entstehen lauter Gewerke, die hocharbeitsteilig vorgehen, aber eben auch in der Florentiner Textilindustrie, die etwa 23 Gewerke kennt. Wo Arbeitsteiligkeit herrscht, muss in Geld bezahlt werden.
wo in Geld bezahlt wird, wird Zeit Geld und der Zins liegt relativ nah. Etwas, was die Gesellschaft, wie wir schon besprochen haben, des 13. und 14. Jahrhunderts massiv beschäftigt. Es kommt fast zwangsläufig zu Geldemissionen. Also die Gesellschaften müssen sich monetarisieren. Der französische Écu wird 1262, 10 Jahre nach der Einführung des Florentiner Florin, auf den Markt gebracht. 20 Jahre später kommen die Venezianer mit ihren Dukaten hinterher. Also überall entstehen monetäre Wirtschaften. Jetzt bekommt man es allerdings mit neuartigen Problemen zu tun, also nicht der Frage der bloßen Repräsentatio, sondern wie kann also das Ding, das einen Wert repräsentiert, also auch verlässlich in der Zeit bleiben. Vor allem an den Beispielen der Dysfunktionalität wird dies deutlich und hier sticht eine Gestalt heraus, die schon von Dante als eine Art von königlicher Falschmünze, als ein großer Wucherer stigmatisiert worden ist, der französische König Philippe le Bel. Was macht Philippe le Bel? Philippe le Bel bringt es fertig, sich die Münze, also den Goldschatz seines Nachbarn einzuverleiben, oder eigentlich er kauft ihn auf. Was macht er? Er schmilzt das ganze Gold ein, versetzt es mit Scheidemetallen, druckt seinen Namen drauf und kurzum hat er seinen Goldschatz verdoppelt. Was passiert als logische Folge dieser Substanzverschlechterung? Es kommt zur Inflation. Die Leute beißen sich plötzlich am Geld die Zähne aus und beginnen zu protestieren. Es entstehen Turbulenzen. Und alle fragen sich, wie kommt es, dass das Geld plötzlich diese Verschlechterung erlebt? Im Grunde ist die gesamte Regierungszeit Philippe le Bels, der im Administrativen sogar ein großer Staatserneuerer war, durchaus irgendwie pragmatische Züge zeigte, von einer fortgesetzten, wenn man so will, kriminellen Energie durchsetzt. Und immer geht es um die Frage, wie komme ich an das Geld? Beispielsweise sieht er mit einigem Neid, dass die Templer, die sich nach dem Ende der Kreuzzüge in Frankreich wieder angesiedelt haben, einen riesigen Goldschatz mitgebracht haben. Und natürlich ist der Impuls, wie bringe ich mich in den Besitz dieses Goldschatzes? Er weiß, dass er dazu einer höheren Macht bedarf, also der Repräsentatio, das heißt des Papstes. Was macht er? Er entführt den Papst, verbringt ihn nach Avignon, also in seine Gewalt, zwingt ihn dazu, ein Verfahren gegen die Templer zu eröffnen, wegen Simonie, Sex mit Tieren, Kindern, was immer, alle Schrecklichkeiten dieser Welt werden den Templern vorgeworfen. Sie werden schuldig gesprochen, sie werden verbrannt und Philipp hat erreicht, was er erreichen wollte, den Goldschatz. Jetzt ist die Frage, ist sich die Gesellschaft bewusst, dass sie mit der Frage des Geldes eine strukturelle Problematik am Hals hat? Wie man sehen kann, leider nicht. Die gesamten scholastischen Denker, wenn man so will, die Internationale der Scholasten, wenden sich der Frage durchaus zu. Aber sie fragen nicht, wie kann man irgendwie ein Geldsystem etablieren, das verlässlich funktioniert, sondern sie machen es zu einem moralischen Problem des Verkäufers. Es stellt sich also die Frage nach dem gerechten Preis. So, das Geld darf darin keine Rolle spielen. Da reflektiert sich eine gewisse Naivität, eine monetäre Naivität. Die geht immer davon aus, dass das Geld eigentlich kein Wert an sich sei, sondern so etwas wie ein Thermometer, so dass den Wert einer Sache misst. Also Geld bleibt gleich und es misst den Wert einer Sache. Und auf diese Art und Weise sieht man die Eigengesetzlichkeit des Geldes nicht. Der gesamte scholastische Diskurs verleugnet also diese Frage mehr oder weniger. Und es geht bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts, bis in eine Ausnahmegestalt, also Nicolas Rehm, der Bischof von Lisieux, auf den Plan tritt
und plötzlich einen Traktat über Geldabwertung schreibt, über die Mutatione Monetarum, also über die Mutation des Geldes. Niccolò Rehm sieht vollkommen klar, dass das Geld keine Frage der Moral ist, sondern ein systemisches Dilemma. Und seine Frage trifft sofort das Herz der Angelegenheit. Er fragt, wem gehört das Geld? Gehört das Geld dem König, weil dieser seinen Konterfei draufgedrückt hat? Oder gehört es nicht vielmehr der Gesellschaft? Ist Geld nicht eigentlich ein Omnibus, der für alle da ist, ein allgemeines Verkehrsmittel? Wenn Geld aber ein Omnibus ist, und das ist die Meinung Rehms, dann kann der König nicht souverän darüber entscheiden, sondern er ist gewissermaßen als höchster Beamter eines Gemeinwesens zu verstehen und muss im Interesse des Gemeinwesens und auch kontrolliert durch dieses Gemeinwesen das Geld emittieren, wenn er denn der Herrscher noch der Münze sein soll. Das heißt, Niccolò Rehm begreift eigentlich an der Frage des Geldes die Idee der Volkssouveränität, eben als Problem und die Notwendigkeit der Einhegung der absolutistischen Macht. Seine Theorie ist wirklich, wirklich ausgefeilt bis in alle Richtungen hinein. Er kommt, er diskutiert selbst über solche Dinge wie, dass es möglich sein könne, dass plötzlich ein Übermaß an Silber, also eine Veränderung der natürlichen Vorkommnisse von Silber, Gold oder dergleichen durch Entdeckung die Sachen verändern und dass eben auch da so etwas wie flexible Kurse entstehen müssen. Also dass das Geld immer dieser Natur Rechnung trägt. Vor allem begreift er, dass Geld eigentlich eine räumliche Dimension ist. Er macht es an folgendem Beispiel klar. Wenn beispielsweise ein Fürst, gegeben sei ein gut funktionierender Währungsraum, und es gibt einen Fürst, einen Nachbarn, der auf den Gedanken kommt, sich in den Besitz des Goldschatzes einzubringen, wie Philipp le Bel, ihn mit Scheidemetall zu versetzen und Inflation zu bewirken. Das, so sagt Niccolò Rehm, sei ein Kriegsgrund. Also wir sehen eine staatliche Rahmensetzung, wenn man so will. Wir sehen den Herrscher als zentralperspektivische Null, wenn man so will, oder als den Repräsentanten. Und wir sehen eigentlich die Logik der Zentralperspektive, nur in diesem Falle als ein Politikum begriffen. Tatsächlich ist der Begriff der Null keineswegs abgelegen. Also man nannte das Ding, das keinem gehört, also den Omnibus, nannte man zu dieser Zeit Res Nullius, also das leere Ding. Oder man sprach eben auch in der Mathematik von dem sogenannten Repräsentanten. Der Repräsentant, die Abwesenheit, die Anwesenheit eines Abwesenden, ist gewissermaßen der Res Nullius. Wir sehen hier im Übrigen fast in einem mathematischen Sinn, wie das Denken des Mittelalters, das in Analogien so quasi operierte, plötzlich eine neue Dimension bekommt, wie es irgendwie zentralperspektivisch eng geführt werden muss. Um es ganz klar zu machen, in der alten Welt konnte man nur mit Proportionen rechnen. Man konnte sagen, A zu B verhält sich wie C zu D. Also 1 zu 2 verhält sich wie 2 zu 4, 3 zu 6 und so weiter und so fort. Man konnte aber niemals 1 zu 2 ist gleich 0,5 auflösen. Diesen dritten Term nannte man zu der damaligen Zeit den Repräsentanten. Das war der gewissermaßen der Res Nullius. Was also Niccolò Rehm sucht, ist nichts anderes, und er hat auch viel über Mathematik geschrieben, nichts anderes als diese Repräsentation. Kurzum, wir sehen hier in der Mitte des 14. Jahrhunderts präfiguriert ein zentralstaatliches, zentralperspektivisches System, das im großen Maßstab eigentlich erst Ende des 17. Jahrhunderts realisiert wird. Aber als Desiderat, als Notwendigkeit bereits zu dieser Zeit erfasst ist. Wenn wir diesen langen Umweg in Richtung mittelalterliche Geldtheorie, Rehm, ihr selbst die Repräsentation betreffend, hin zur Eucharistie und zum Fiskus gemacht haben, so eigentlich nur,
um klarzumachen, dass das Repräsentare, also das Malen eines Bildes, keine bloß ästhetische Praxis bedeutet, sondern zutiefst die Verfassung der Gesellschaft selbst betrifft. Kurzum, der Zinsgroschen ist kein bloßes Bild, sondern Ausdruck eines neuen Gesellschaftszustandes, der sich eben in der Etablierung eines Katasto niederschlägt. Nun, als Masaccio dieses Bild malte, hat er natürlich nicht selbst über dieses Sujet befunden. Das wurde ihm einfach auferlegt. Und von wem? Von seinem Auftraggeber, von demjenigen, für dessen Kapelle dieses Bild gemalt werden sollte, Filippo Brancacci. Wer war Brancacci? Brancacci war ein Florentiner Seidenhändler, ein Mitglied der Patrizierkaste. Und er war schon verschiedentlich für die Stadt Florenz, auch im Allgemeinwohl, tätig gewesen. Weshalb? Die Stadt befand sich in einer misslichen Situation. Sie war seit 1421 im Krieg mit dem Herzog von Mailand. Und wenn man dazu sich der Hilfe von englischen Söldnern bediente, brauchte man Geld. Also hatte man Brancacci losgeschickt zu einem ägyptischen Sultan, dem Barzbai hieß der gute Mann. Und Brancacci sollte da selbst bewirken, dass der Sultan den Florin, also die florentinische Währung, als Geldwährung akzeptierte, so wie man bereits die Währung von Genua und Venedig akzeptiert hatte, sollte eine Vertretung in Kairo errichtet werden und Ägypten und Syrien sollten also zu einem ökonomischen Austauschgebiet werden. Die Mission, die eigentlich den Brancacci nicht besonders beeindruckte, war aber dann doch relativ erfolgreich. Alle Ziele wurden erreicht. Das half aber der Republik Florenz nur sehr bedingt. Der Handel war dann doch nicht so groß und man fand sich in den gleichen Misslichkeiten wie vorher. Es war kein Geld da, um den Krieg mit Mailand zu bezahlen. Nun, schon im Verlauf des 14. Jahrhunderts waren die Florentiner in einer ähnlichen Situation gewesen, hatten sich monetär wahnsinnig einfallsreich gezeigt. Sie hatten damals sowas wie staatliche Schuldtitel emittiert, die festen Zins abwarfen. Das waren die sogenannten Monte. Und diese Monte hatten sich aufgetürmt. Und was war passiert im Jahr 1349 etwa? Da gab es so etwas wie ein Staatsbankrott. Alles ging pleite, die Banken gingen pleite und fortan verbat sich diese Art von Finanzierung. Was blieb also den Florentinern? Die hatten zwei Techniken. Sie hatten einerseits die Besteuerung des Landbesitzes, also wenn man so will, den christlichen Zehnten in der feudalen Ordnung. Und dann hatten sie andererseits die Besteuerung der aushäusigen oder fremdländischen Kaufleute, die in die Stadt hinein wollten, um dort ihre Waren zu verkaufen. Es gab aber keine allgemeine Steuer. Also begann man, weil die Not groß war, dann doch über so etwas wie ein Katasto zu debattieren. Und natürlich wurden sofort alle Stimmen laut, vor allem aus der Oligarchie, die sich dagegen aussprachen. So sagte Minerbetti, ein Seidenhändler wie Brancacci, unsere Stadt wird doch vom Geschäft regiert. Und wenn es ein Katasto gibt, dann werden die Leute, die viel Geld besitzen, einfach außer Landes gehen. Und das wird für das Geschäft nicht zuträglich sein. Was ungefähr das Argument ist, dass eigentlich bis heute die Debatte über die Steuer begleitet. Trotzdem setzte man sich über den Einwand der Oligarchie hinweg und setzte ein Katastro durch. Was bedeutete das? Es bedeutete, dass nunmehr Steuerbeamte in jedes Haus gingen und präzise festhielten, was es dort an wertvollen Dingen gab. Es wurde weiterhin festgehalten, wie viele Menschen der Betreffende, also wie viele Bocke
wie viele Münder der Betreffende zu ernähren hatte, ob er bestimmte Arbeitsmittel hatte, die er benötigte, um sein Gewerk auszuführen. Die wurden steuerfrei gestellt und dergleichen. Also alle beweglichen und immobilen Titel wurden festgehalten. Die Anzahl der Abschreibungsmöglichkeiten wurde festgehalten. Das Ganze wurde in einer Steuerakte festgehalten und in dieser Steuerakte wurde auch die Korrespondenz mit dem Steuerpflichtigen aufbewahrt. Kurzum, was Hegel den Strahl, den allsehenden Strahl des Staates nannte, der durchdringt also das gesamte Florenz. So wie die Seestrahlen plötzlich, die in der Realität sich zu Bildern verwandeln, verwandelte der Katastro Florenz zu einem Gesellschaftsbild. Das ist eigentlich eine unglaubliche Leistung, wenn wir uns vor Augen halten, dass große Teile der heutigen Gesellschaft noch nicht mal dazu fähig sind. Griechenland beispielsweise hat keinen ordentlichen Katastro. Venezuela, also in Südamerika, viele Länder besitzen dergleichen nicht. In Florenz gab es das im Jahr 1427 und man kann bis heute die Datenbank, die mit den sämtlichen Florentiner-Verhältnissen anschauen. Nun, es gab einige Menschen, man musste natürlich einige Tricks anwenden. Zum Beispiel konnte man die Bürger eigentlich nur dazu bringen, indem man ihnen eigentlich mit Gewalt drohte. Schwerer Steuerbetrug sollte tatsächlich mit der Todesstrafe geahndet werden, wurde nicht vollstreckt allerdings. Zudem gab es als Technik die Denunziation. Also denunzierte jemand seinen Nachbarn, dass er einen bestimmten Betrag X im Keller versteckt hat und der Steuer verheimlicht, so wurde dem Denunzianten ein Viertel des Wertes ausbezahlt. Auf diese Art und Weise brachte man also die Bürger, wenn man so will, unter die Gewalt des Katastro. Wir sehen also die Zweischneidigkeit dieses Momentes des Subjekts. Wir sehen, dass auf der Seite des Bildes eine gewisse freie Beweglichkeit entsteht, also das Renaissance-Subjekt. Auf der Seite des Gesellschaftlichen sehen wir die Unterwerfung als Steuerzahler. Das führt dazu, dass der Staat sich selbst so quasi neu begreifen muss. Auch das fasst eigentlich der Kritiker des Katastro Minabetti zusammen, indem er sagt, unser Wohl hängt vom gewöhnlichen Geld ab. Also das Geld regiert die Welt, das begreift die Gesellschaft. Und das führt natürlich dazu, dass man seinerseits, wenn man die Perspektive der Stadt Florenz einnimmt, auch den Bürgern eine Art von Gegengeschenk oder eine Gegengabe geben muss. So wie Masaccios Zinsgroschen eine Art von Deckerinnerung ist, die unschöne Steuerabgabe versüßen soll, so wird der Bildhauer Donatello beauftragt, den Reichtum der Stadt Dovizia auf dem Mercato Vecchio, dem alten Marktplatz, als Statue zu errichten. Und der produziert eine Frauengestalt, die einen Früchtekorb auf dem Kopf hat, ein Füllhorn. Also, wenn man so will, das Versprechen des Mehrwertes. Was wir also vor uns haben hier, ist die Repräsentatio als eine diesseitige Ordnung, als eine zentralperspektivische Gesellschaftsmaschine, in der nicht nur die Seestrahlen die Natur durchdringen, sondern in der der Strahl des Souveräns das Leben eines jeden einzelnen Florentiners durchleuchtet. Wenn wir die florentinische Gesellschaft aus der Warte der Zentralperspektive aus betrachten, könnten wir sagen, dass die Gesellschaft in Gestalt des Katastro selbst zu einem Gesellschaftsbild wird, dass gewissermaßen der zentralperspektivische Projektor zur Herrschaftsfrage wird. Insofern ist es kein Zufall, dass wir am Anfang eben auf die Weltbildmaschine der Zentralperspektive abgehoben haben und gesagt haben, dass er unseren politischen Diskurs durchdringt, eben, dass wir von Positionen, Haltungen, Rahmenbedingungen, Perspektiven und dergleichen reden. Tatsächlich ist dies
der Code der Repräsentation, die Sprache neuzeitlicher Herrschaft. Eine Sprache, die sich bis in unsere Vorstellung der repräsentativen Demokratie hinein fortsetzt. Allerdings ist eben uns klar, es ist klar in dieser Geschichte, dass Repräsentatio einen religiösen Hintergrund hat. Dass, wenn man so will, man es mit einer eigentlich metaphysischen Herrschaftsmaschine zu tun hat. Und in dieser Herrschaftsmaschine ist nicht der Blick des jeweiligen, der jeweiligen Einzelperson entscheidend, sondern, wenn man so will, das Res Nullius. Also das, das für alle da ist, aber eigentlich keines einzelnen Menschen Perspektive mehr ausmacht. Es ist ein intersubjektiver Blick da. Die Zentralperspektive, der Projektor, der Gesellschaftsprojektor, weist dem Subjekt seinen Platz an und macht das Objekt zum Objekt. Um das vielleicht klar zu machen, in welchem Maße eine, wenn man so will, unpersönliche Herrschaftsform hier entsteht, rekurriere ich einmal kurz zurück auf die Vorstellung, wie also das Mittelalter, die das Mittelalter von der Optik hatte. Daran lässt sich das wunderbar klar machen. In der alten Vorstellung der alten Welt war es so, dass der Mensch eine Sehsubstanz hat, ein feinstoffliches Ding. Und wenn ich jetzt irgendwo jemand etwas anschaue, sagen wir eine Frau mit Brille, dann schicke ich diese feinstoffliche Substanz, die umhüllt die Dame, entwickelt, es kennt sie gewissermaßen ein und gibt als kleines, als ein Eidolon, als eine, wenn man so will, immaterielle, unsichtbare Substanz, ein Bild einer Frau mit Brille zurück. Das wird mit meiner göttlichen Datenbank abgegriffen. Das ist eigentlich der geistige Vorgang. Also alles kommt von Gott. Die Sehsubstanz ist gegeben worden als eine göttliche Eingabe, ein göttlicher Funke. Und ich sehe die Welt und es kommt zurück. Wobei, und das ist entscheidend, natürlich der Emittent die entscheidende Rolle spielt. Was schaut er an? Was nimmt er in den Blick? Das führt zu ganz eigenartigen, sonderbaren Fragen. Beispielsweise, was passiert, wenn ich meine Sehsubstanz zu den Sternen hinaufschicke, die ganz weit entfernt sind? Ist es möglich, dass ich meine Sehsubstanz ausschließen kann? Weil auch der Sehakt, ein persönlicher Akt ist. Ich schicke eine Substanz los und die kommt wieder zurück. Kurzum, diese Fragen der mittelalterlichen Optik spielen in der Frage der zentralen Perspektive überhaupt keine Rolle mehr. Da ist die Frage, wer der Emittent einer Sehsubstanz ist, vollkommen irrelevant. Der Sehstrahl ist abstrakt, wie in, das, wenn man so will, in jeder amerikanischen Dollarnote das Auge Gottes eigentlich. Es ist eine abstrakte, metaphysische Instanz, oder man könnte eben auch sagen, das Naturgesetz, das optische Naturgesetz. Kurzum, Herrschaft wird, wenn man so will, unpersönlich. Und das unterscheidet sie von aller alten Herrschaftsvorstellung. In der griechischen Welt war es noch so, dass man den Staat als eine Art von Großfamilie auffasste. Deswegen Zoon Politikon, das politisch ist, in der, wenn man so will, in der Natur verankert. Dieser Gesellschaftsprojektor artikuliert sich aber eben, dass er nicht Natur ist. Dass er, Natur spielt hier gar keine Rolle, sondern dass er gewissermaßen eine abstrakte Herrschaftsmaschine ist, die sich über die alle Natur gewissermaßen hinsetzt, eine absolute Wahrheit. Wir sehen also, dass hier keineswegs eine individualistische Betrachtungsweise in diesen Projektor hineingerät, sondern gewissermaßen ein allgemeines, von allen geteiltes Regelsystem. Und in diesem Regelsystem wird der Einzelne förmlich zur Selbstreflexion genötigt. Es ist Leon Battista Alberti beschäftigt sich sehr damit in seiner Schrift zum Hausvater, eben der Frage der Ökonomisierung. Das Ich wird einerseits entbunden, andererseits wird es als Steuerzahler, muss es ökonomisiert werden, es muss gesellschaftlich abgegriffen werden. Wir sehen also, dass die Betrachtungsweise des autonomen Subjekts, das sich selber gebiert, wenn man so will, eine absolute Verleugnung einer sehr viel tieferen Betrachtung ist. Nämlich, dass das Ich nicht alleine, sondern Ich in Gesellschaft ist. Ein Ich, das in einer Gesellschaftsmaschine, einem Gesellschaftsprojektor
Bilder von sich selbst und von der Gesellschaft entwirft.